Meine Bewegtheit, meine agile Bergwelt, meine Tränen, mein geliebtes Leben, von welchem ich mich nicht zu trennen vorhabe. Das gebutterte, das gelbe Geheimnis der Butterblumen oder Dotterblumen, welches sich wie ein geträumtes, vom Regen getränktes Feld ausnahm. Ich glaube, ich habe es einmal wirklich gesehen, was mich zum Zittern gebracht, sage ich zu Ili. Es geschah mir einmal in der Morgenröte, dass ich weinen musste, weil eine unfassbare Sehnsucht meine Seele, sage ich zu Eli. Ich meine, dass die Rosen, die auf dem Tisch standen, weiß waren, während sie in Wahrheit gelb waren. Es waren gelbe Rosen, nämlich Teerosen, wie sie gerne genannt werden. Beim Erwachen, sage ich, stand sie, eine triefende Seele, im östlichen Fenster und verfluchte sie, dann verwandelte sie sich allmählich in eine künstliche weiße Rose hinter einer blassen Markise. Sie zerfetzte mich. Es war eine Nacht, die mir das Mark aus den Knochen, sage ich, eine unerträgliche Glorie oder Gloire. Also schabte ich mit dem rechten Daumennagel an der Tablette, um sie zu reduzieren und zu portionieren, nämlich die halbierte
Tablette vollführte, eine Pirouette auf meinem Handteller, was uns, Ili und mich, erheiterte. Es war der erste Walzer Schnee auf dem Butterbrot. Ich meine, es züngelte durch die Gardinen hindurch, sage ich zu Ili. Die ersten verfluchten Tentakel eines himmlischen Feuers. Er sagte, Dufy, die Donau, die welken Blütenblätter, die der Heckenrose tauchten in die Tiefen der vollen Tasse. Ich besuchte die neue Schokolaterie auf der Hauptstraße und auf Knien zum einzigen großen runden Tisch in der Ecke des Raums. Ich meine, es gab in allen Pastellfarben krapfenförmige Blousons auf einer Glasschüssel, welche nach alter Fason auf einem hohen Stiel balancierte.